Hallöchen und willkommen zurück hier im beschaulichen Naumburg bei einer neuen Folge City Skylines. Und was habe ich denn hier gerade entdeckt? Jetzt ist verschwommen, das Sparkly Unicorn Jewelry. Hier gibt es also Einhörner als Schmuck mit einem Donut-Symbol. Und wir machen einfach mal weiter, denn wir haben ein Ziel wieder. Wir müssen noch die 4400 Leute schaffen, damit wir eine geschäftige Kleinstadt sind. Das haben wir noch nicht geschafft. Aber in dieser Folge wollen wir es auf jeden Fall erreichen. Die Mühlenhöhe und was haben wir hier? Den Palmenpark. Wir brauchen mehr Industrie. Die Industrie sieht aber eigentlich schon ganz schön dick aus. So, was macht denn der Verkehr? Na, die Straße. Die müssten wir jetzt theoretisch mal erweitern. Mal upgraden. Die Hauptverkehrsstraße Richtung Industriegebiet. So, machen wir die noch besser, dass wir so den Knotenpunkt noch schick machen. Ja, was soll's, so machen wir hier den Knotenpunkt noch ein bisschen breiter und machen hier halt ein neues Industriegebiet hin. So, was ist da los? Die Bushaltestelle hat keine Verbindung mehr. Ja, ist nicht gut. Welche Linie ist es denn? Linie 1, Linie 2, Linie 3. Passt das soweit? Oder? Ne, leuchtet nicht mehr. Okay, aber nur weil die Straße jetzt gefehlt hat. Da ist so viel Smog, hier sieht man ja gar nichts mehr. Ja, hier ist ein bisschen was los. So, wie sieht es denn hier aus? Okay, ein paar wollen da rein. Das ist ja eh eine Einbahnstraße, also müsst ihr doch theoretisch gar nicht warten. Wieso können da Leute rein? Ist das kein Eimann? Habe ich ja nicht eine Eimannstraße gebaut? Jetzt wäre ich hier ganz irre. Ah ne, ging ja nicht, sonst kommt ja hier keiner hin, weil die müssen ja hier irgendwie... Ja, ist klar, ne, passt schon. So, wir werden mal das Verkehrsproblem angehen. Und werden mal, wo war's denn? Hier Stoppschilder hinmachen. So, machen wir hier ein Stoppschild und da ein Stoppschild, das hier sozusagen Durchfahrt ist. Die haben, oder wo ist der Mehrverkehr? Geht jetzt Mehrverkehr nach da oder nach dort? Machen wir es mal so. Hier das gleiche. Ne, das ist hier eigentlich die Hauptverkehrsader. So. Und hier machen wir so. Und hier so. Und dann hoffe ich mal, das löst ein bisschen Verkehrsproblem. Hat das gleich was gebracht? Nicht wirklich. Aber wie gesagt, nach da ist halt nicht viel los, ne? So. Nochmal gucken. Das passt ja eigentlich. Staut sich eigentlich nicht wirklich. Hier müsste ich jetzt auch... Hier ist halt nicht entspannt. Hier ist viel los. Können wir da noch... Der könnten wir mit Straßenbank leisten. Ja, aber das brauchen wir jetzt noch nicht. Das könnte ich dann hier so dann später hier lang machen. So, erstmal mehr Gewerbe. Viel, viel mehr Gewerbe brauchen die Leute. Da werden wir noch ein bisschen was bauen für. Nicht upgraden. So, werden wir das mal mit dem verbinden und bauen noch hier eine Spur rein oder bauen wir zwei Spuren rein oder so eine Spur. So, die passt schon mal nicht. Die passt nicht. Also müssen wir ja die nehmen, aber so sieht komisch aus. Machen wir hier ein Karree. So, das lassen wir einfach mal so. Und machen hier Gewerbe hin. Hier an die Ecken Kanka 1. Da können vielleicht Parks. Ne, Parks können da wohl nicht hin. Ah, wird weggemacht. So, brauchen wir schon noch Wasser. Ne, Wasser ist da. Strom kriegen sie automatisch. Und ihr findet wieder keine gebildeten Arbeiter.
Nicht genügend gebildet. Aber wir haben doch eigentlich... Ist die Schule nicht voll? Nee, die ist nicht voll. Und die Grundschule ist auch okay. Bildungstechnisch läuft's doch eigentlich. Oberschule? Eine Uni haben wir halt noch nicht. Kapazität nicht erreicht. Hier haben wir schon fast die Kapazität der Grundschule. Also wollen wir hinten nochmal eine neue Grundschule bauen? Wollen wir da mal eine freie Grundschule hinbauen? Das was bringt? Oder setzen wir die, machen wir hier noch einen Strang dran. So, nach da oben. Und nach da noch einen Strang. Und setzen hier einfach noch so eine... Nee. Nee, nee, nee. Müssen wir den Strang hier noch ein bisschen länger machen. Die Straße ins Nichts. So. Ja. Nee. Ist nicht rund genug. So ist okay, noch ein bisschen grün dazwischen für Bäume. Und dann machen wir hier noch Wohnungen hin. Und hier setzen wir einfach die Schule mit rein. So, wo waren jetzt Wohnungen? Ich hab vergessen, dort, wo die Bäume sind. So, hier bauen wir die Schule hin. Zack. Und allen geht's besser. Cash machen wir eigentlich genug. Wassertechnisch müssen wir ein bisschen ausbauen. Und dann müssen wir langsam mal das Geothermalkraftwerk bauen. Damit die mit Warmwasser heizen können. Oh, hier ist... Hier ist einfach mal Verkehr. Muss hier eine Ampel hin, ist jetzt die Frage. Muss da, weil die halt noch in die Richtung können, muss da schon eine Ampel hin, ne? Ja, wobei geht. Hat sich nur mal kurz gestaut. Nee, okay. Hm. Die Kreuzung ist auch jetzt ganz schön voll. Staut sich in jede Richtung. Müssten wir eine Entlastungsstraße noch bauen. Die finden nicht genug Gebildete. Die haben auch keine gefunden. Reißen wir erstmal ab. Ja, Stau ist noch okay, denke ich mal. Oder? Ja, 94%. Das ist ja nicht noch nicht knallrot. Hier hinten, das ist knallrot. Weil der auch da rein will. Und warum fährt er nicht rein? Hier sind halt jetzt doch zu viele Kreuzungen. Müsste ich jetzt den Weg so machen, dass die Straße sozusagen befreit ist. Hier habe ich auch die ganzen Bushalten. Kann ich nicht machen, so einfach. Geht nicht. Und theoretisch könnte ich hier die Ampeln wegmachen. Mal gucken, ob das geht. So, stopp. Stopp. Oder ist da mehr Chaos? Nur die müssen gucken, genau. Hier brauchen wir schon eine Ampel. Bin ich mal gespannt, ob das dem Verkehr jetzt halt nachts. Nachts ist immer ein bisschen entspannter. Was braucht ihr? Ihr braucht Ungebildete. Das wird schwierig mit Ungebildeten. Das wird echt tricky. Hatte ich hier nicht noch mehr Leute? Hier will keiner mehr hinkommen. So, hier noch ein bisschen. Daneben können wir noch einen Park bauen. Was haben wir noch nicht? Curlingbahn? Oh, die ist riesig. Das ist auch riesig. Bauen wir noch schnell, bevor das Haus fertig ist, einen Skulpturenpark hin. So, sogar nachts beleuchtet. Sind das wenigstens jetzt auch Eisskulpturen? Müsste eigentlich. Und es schneit schon wieder. Das heißt, der Winterdienst hat ordentlich zu tun, um die Straßen zu befreien. Okay, die hat jetzt anderes Licht, die Straße. Gelbes Licht. Das Weiße gefällt mir natürlich optisch besser. So, hier haben wir Industrie, das Industrie. Und wie sieht es jetzt hier aus? Es ist halt Nacht. Kann man nicht viel sagen. Hier geht's auch. Der wird auch gleich leer werden, denke ich mal.
Aber sonst ist eigentlich... Wir können noch mal nach Dings schauen. Neue Buslinien. Werden wir mal noch eine machen. Wo haben wir hier kompletten Knotenpunkt? Also hier können sie nicht in die Blaue einsteigen, ne. Hier hinten ist halt mal ein Punkt, wo vielleicht mehrere halten. Wir machen einfach mal jetzt eine neue Linie mit... Wo sollen die starten? Am besten da. Hallo, Linie? Neue Linie? So. 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 Ne, irgendwie ging das jetzt nicht, ne? Stehen schon immer so viele Leute rum? Boah, hier stehen echt viele Leute rum. So, wir wollen immer noch die Linie. Wir wollen hier hinten das Gebiet. Muss auch per Bus erreichbar sein, damit die Leute nicht so mit dem Auto fahren müssen. Das ist hier ein Bushaltesystem, das ist ja Wahnsinn. Okay, ich nehme halt die Parkplätze weg, das ist halt vielleicht, finden die nicht so toll. Okay, und dann zum Anfang. Wie will er mich da führen? Da rein und dort lang. Und da kann ich aber hier noch... Wo bin ich denn gerade? Hier bin ich und da geht's ja schon lang. Ich komme jetzt hier lang und muss auch wieder dahin. Hier führt sie lang, hier geht sie lang. Da will sie jetzt hier rein und will da lang zurück. Kann man ja nicht einfach hier eine Runde noch machen? Ja, das könnte ich auch. Und jetzt verbunden und dann machen wir daraus einfach mal noch eine andere Farbe wieder. Nehmen wir einfach mal schwarz. Lässt sich jetzt optisch gut erkennen. Ich nehme halt hier viele Leute mit, ne? Was sagen denn meine Buslinien, wie viel fahren jetzt schon mit? Nee, hier ist kein Bus. Wo ist der Bus? Da ist der Bus. 228 pro Woche. Und welche Linie ist da am besten? Die Buslinie 2 ist die blaue. Da wollen nur 7 ins Industriegebiet. Und die grüne wollen nur 70. Ist die grüne Buslinie zu lang oder? Mal schauen. Bus, 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 da ist er. Die blaue 104. Die fährt ja aber nur ins Gewerbe. Vielleicht arbeiten da am meisten. Na, schauen wir mal. Auf jeden Fall stehen hier immer viele Leute an der Bushaltestelle. Hier, da stehen so viele. Warten die so lange auf dem Bus bei dem Wetter? Da wird Schilo mit dem Auto fahren. So, aber wir können dann später noch, wie gesagt, eine Straßenbahn hier und in die Richtung. Jetzt brauchen wir schon wieder mehr Gewerbe. Und Wasser ist Wasser alle? Ja, wir haben kein Wasser mehr. Wir müssen ein bisschen die Wasserbudget erhöhen. Das Budget. So, da müssen wir wieder Wasser haben. Was sagt Müll? Müll ist 47% voll, 2% voll. So, wir wollten ja das Thermal angehen. Uns fehlt extrem viel Geld. 60.000, 55.000. Hier, die brauchen halt Öl und die brauchen halt kein Öl. 160 Kubik die Woche und wie viel macht ihr? 80 Kubik die Woche. Ne, wir sparen mal noch auf das. Geothermie-Heizkraftwerk. Da müssen wir noch die kompletten Rohre alle umbauen und wie gesagt, hier ist jetzt nichts mehr los. Und da werde ich auch das Gebiet einfach jetzt hier cutten. Was sagt mein kleines Reihenhausgebiet? Wir können doch ein paar Reihenhäuser mit hinsetzen.
Hier wohnen wir eng an eng, so muss es sein. Aber wir wohnen immer nur ein Haushalt. Genau, ein Haushalt, ein Haushalt. Hier wohnt er bestimmt auch nur ein Haushalt. Aber hat vier Felder, oder? Das ist ja viel effizienter. Was macht der Friedhof? Noch keiner gestorben. Wir brauchen mehr Leute. So. Haben wir jetzt hier, können wir hier noch ein Viertel eigentlich hinbauen. Zack, 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 zack. Den fehlt da um Wasser. Hallo Wasser. Und jetzt fehlt wieder Strom. Wasser, das haben wir eigentlich genug, aber Strom haben wir nicht genug. Dann müssen wir noch ein neues Kraftwerk bauen. Die bringen halt immer nur 20. Reicht aber wieder ein bisschen. Wir haben aber noch keine weiteren Optionen bekommen. Ne, noch nichts. Ölkraftwerk gibt es erst bei 4400. Und Wasserkraft ab. Ne, Wasserkraft, da habe ich keine guten Erfahrungen. Wenn ich einen Stausee baue, dann überflute ich wieder alles. So, wir haben das Strom, wir haben genug Wasser. Was sagt Gesundheitswesen? Ist jetzt hier nicht so geil da hinten. Feuerwehr, naja. Polizei ist noch okay. Bildung ist theoretisch okay. Parks. Und ihr braucht ja eigentlich auch Parks, ne? Was haben wir hier? Hier ist sowas. Okay, können wir hier noch einen Park hinsetzen? Platz mit Bäumen, der ist auch. Der nimmt viel, genau, viel Fläche. So, da wollen sich nämlich alle bitte. Und die Touristenwertung müsste eigentlich aussteigen. Wir haben schon Touristen. Die Attraktivität ist bei 11% und wir haben wöchentliche Touristen so von 5. Das ist natürlich nicht die Welt. Aber was wollen Sie noch sehen, das Industriegebiet? So. Wir brauchen immer mehr Gewerbe, das ist echt schlimm. Dann bauen wir hier noch ein Viertel hin. Ich will da kein Zwischenfrei haben. Naja, da habe ich mich anscheinend verbaut. So eine Kreuzung. Ja, bauen wir so eine Kreuzung. Und knallen hier Riesenflächen an Gewerbe hin. Strom habt ihr, das habt ihr. Wir machen jetzt 6000, das heißt, ich mache mal ein bisschen schneller, dass wir das Geothermiekraftwerk bauen können und dann die neuen Rohre verlegen können. Und hier mein Reinhausviertel, das mache ich noch ein bisschen größer. Das gefällt mir hier, Reinhaussiedlung. So muss es sein. Viele Leute auf wenig Platz. Noch besser natürlich Hochhäuser, aber die haben wir ja noch nicht. So. Eine schöne Reihenhaussiedlung. Und wieder alle einzeln. Da, zack. Dort und hier und da. Schachbrettmuster. Zack. Oh, eins zu viel. Müssen wir wieder abreißen. So. Machen wir hier Gewerbe hin? Ist zu laut, ne? Die wollen ja die Lautstärke nicht. Und da wollen dann auch mehr Leute hier rein. Also verkehrstechnisch. Sieht das jetzt gut aus. Die haben halt immer Vorfahrt. Das sollte eigentlich passen. Hier ist auch ein bisschen mehr los jetzt. Hier ist halt, ne, ein bisschen. Hier fahren sie immer schön im Kreis. Und hier passt es eigentlich auch. Die haben ja immer freie Fahrt. Außer hier, hier müssen sie anhalten. Ne, das sieht okay aus. So, 3800 Leute. Wir brauchen noch mehr Leute. Aber gerade brauchen wir eigentlich gar nichts aus Industrie. So, wo setzen wir noch Industrie hin? Die wollen sich ja auch schon ein bisschen wieder erweitern. 14 Gebildete brauchen die. Die haben sich schon erweitert, oder was? Scheint so, ja. Die sind besser geworden. Also der zumindest. Und hier... Warenkorb AG. Die haben 5 Ungebildete und 5 Gutgebildete. 4 Gutgebildete. Brauchen 5, 14. Ja, okay, die haben sich jetzt verbessert. Also arbeiten jetzt hier immer mehr Gebildete.
Sehr schön. Sinkt dann wenigstens durch die Verschmutzung, oder? Da ist ja noch kein Hightech-Industrie. Und das Problem muss ich echt dann mit hier mal angehen. Ey, aber erstmal brauche ich Geld, denn ich will ja... Können wir schon? Hallo? Nein, hier. Da. Nein, da, 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 da. Da. Hä? Das sind jetzt die besseren Rohre. Und ich möchte aber... Jetzt sehe ich es wieder nicht. Kesselstation, die wollte ich ja nicht. Ich wollte das. Muss neben der Straße platziert werden. Das ist ja echt... Das ist ja riesig. Setzen wir das hier noch mit hinten hin. Oder machen wir hier eine Straße? Ja, komm. So, hier am Wasser ein bisschen lang. Und dann knallen wir hier das Geothermie-Heizkraftwerk hin. Oh, ist aber groß. Kann ich jetzt nicht drehen? Jetzt kann gedreht. Anscheinend nicht. Jetzt geh doch daran. So. Das braucht Strom. Das hat Strom. Das braucht Wasser. So, dann müssen wir mal die Rohre bauen. Und die müssen wir dann alle upgraden sozusagen. Was ist da los? Nicht genügend Wärme. Aber ihr habt doch im Normalbetrieb Heizleistung. Gibt es dafür ein eigenes Fenster? Warum habt ihr nicht genug Wärme? Heizverfügbarkeit. Heizverbrauch 60. 57. Produktion 83. Oder sollte ich das vielleicht nicht für die Industrie nehmen? Zurück upgraden. Vielleicht besser. Macht die Industrie mit Strom. So, da brennt's schon. Dann macht die Industrie mit Strom. Also muss ich da jetzt neue Rohre legen, oder? Kommt das alleine an? Einfach mal testen. Jetzt bauen wir es. Ich will aber daran. Na, dann geh mal da hinten ran. So, jetzt haben sie Wärme, ne? Warum habt ihr keine Wärme? Hier ist doch jetzt warm. Also denen geht's gut. Die haben es warm. Und die anderen? Nicht genügend Wärme. Hm. Jetzt ziehen schon die ersten aus. Wir beobachten das mal. Wir haben Verbrauch von 50. Wir haben Heizproduktion von 43. Ja, das macht doch eigentlich alles. Was ist denn los? Warum macht's denn? Warum ist hier nicht genug Wärme? Ihr habt Wärme. Ist ja nicht verbunden. Das ist irgendwie nicht verbunden. Jetzt müsste doch gehen. Jetzt geht's. Hier sind immer mal Stellen, die nicht verbunden anscheinend. So. Haben genug Wärme. Hier ist dann gleich wieder das Haus belegt. Sehr schön. Das war also mein Fehler. Hier ist Schnee.
Wir haben einen Heizverbrauch von 66. Der müsste aber jetzt der Strom müsste doch jetzt. Strom ist ein bisschen runtergegangen, ist gut. Warum? Was ist hier los? Warum? Ich möchte wissen, warum hier keiner mehr arbeitet. Weil die alle nicht genug Leute haben. Ach, hier sind jetzt die ganzen Leute ausgezogen, stimmt, ne? Oder? Nee, nee, das passt zu weit. Oh, wir haben auf ganz schnell. Machen wir die Stadt kaputt auf ganz schnell. So. Müssen wir abreißen. Wir brauchen mehr Leute. Nicht genug Wärme. Da habe ich auch wieder ein Stückchen vergessen. So, jetzt habt ihr auch Wärme. Jupp, da ist die Wärme da. Und dann machen wir ja noch ein bisschen warm. So, jetzt haben wir... Müsste der Verbrauch gleich noch ein bisschen steigen. Aber für die Industrie reicht halt das Geothermie nicht. Die Industrie, die braucht so viel. Wir können es mit Strom decken, das geht eigentlich. Hauptsache bei denen spare ich an Strom. So, geldtechnisch können wir uns hier noch ein bisschen mehr leisten. Aber das halt alles noch verbessert. So. Beim Gewerbe bin ich mal gespannt, nicht entspannt. Ich bin eh total entspannt. Aber wie viel das jetzt frisst. Noch können wir es mit anschließen. Stromtechnisch ist es echt optimal. Haben wieder genug Strom. Und wir können immer noch hier alles mit anschließen. Jetzt fehlt mir das Geld. Müssen wir kurz warten. Ist anscheinend doch ein bisschen teuer. 720 geht eigentlich. Aber ich habe halt nur 306, aber ich kriege gleich wieder 5000. Und ich brauche viel mehr Leute. Dann muss ich nochmal ein Viertel jetzt irgendwo schnell hinknallen. Aber ohne Geld ist halt echt problematisch. Ich könnte natürlich ein Darlehen aufnehmen, aber möchte ich noch nicht. So. Der Verbrauch ist bei 64, wir produzieren 81, also somit alles schick. Und die komplette Stadt heizt jetzt mit Geothermie, also mit Wärme aus der Erde. So, da müssen wir kurz sparen und bauen hier dann noch eine Straße mit dran. Oder machen wir jetzt in die Richtung nochmal eine Straße. Machen wir erstmal hier noch eine Straße hin, machen hier noch ein paar Blöcke hin. So. Die möchte ich natürlich nicht haben, die drei. Dann braucht ihr natürlich noch Wasser, inklusive gleich Warmwasser. So, vom Upgrade zurück. Hier, oh, zu teuer. Oh, ist aber echt teuer. Na, das Stückchen kostet schon 1200. Lege ich erstmal normale Rohre. Das kann ich mir leisten. Müssen die halt mal kurz mit Strom heizen, ist doch egal. So, verkehrstechnisch, alles nochmal beobachten. Buslinien, 380, das wird langsam mehr. Hier unten finde ich jetzt gar nicht mehr so schlimm. Wenn die alle nach da wollen, könnte man hier noch eine Spur machen, die da reinläuft, einfach nur. Aber dann machen die wieder eine Kreuzung draus. Oder noch eine Straße von hier, die nur nach da läuft. Das wäre noch eine zweite Option, um die noch zu entlasten. Naja, wir gucken erstmal weiter. Denn wir brauchen erstmal Bevölkerung, 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 sonst geht die immer mehr weg. Denn die Industrie wächst jetzt und da brauchen sie mehr Gebildete. Ja, ein haben sie, 14 brauchen sie. Das heißt, wir brauchen echt viel mehr Leute jetzt. Den nächsten Meilenstein müssten wir eigentlich auch gleich noch erreichen. Und das werden wir so tun. Einfach mal alles jetzt auf Leute setzen. So. So, da haben wir. Dann machen wir noch so einen Halbkreis. Nee, kommen wir hier hin. Jo.
Genau. So. So. Und daran. Okay. Und wieder Häuser hinsetzen. So hier. Machen wir gleich komplett. Können wir aber drauf ausfüllen. Es geht schneller. So, die Stadt wächst auf jeden Fall erstmal. Die dehnt erstmal schön aus. Ist eine, naja, Satellitenstadt eigentlich, ne? Jetzt müsste hier noch irgendwo eine Großstadt sein. So, Gartenstadt. Die wurden ja so halbrund gebaut. So. Wassertechnisch ist da alles erschlossen, sogar schon mit Heizung. Wir können jetzt wieder jetzt hier upgraden. Ob wir jetzt da so viel gespart haben, naja, ich bezweifle es. Aber war halt kein Geld da. So, hier noch Gewerbe oder machen wir hier noch Wohnung hin? Hier könnte man noch, aber ich will nicht alles vollknallen. Ja, ist ein bisschen was los, geht aber noch. Aber hier kann ich weitermachen. Meine Reihenhaussiedlung. Reihenhaus, mein Haus, dein Haus, ne? Und hier drüben machen wir normale Häuser hin. So, da möchte ich aber keins hin haben. So. Das nehme ich die Schule. Tja, dann bräuchte ich natürlich noch Gesundheit, aber ich habe erstmal kein Geld. Feuerwehr müsste noch hin. Polizei müsste dahinter noch. Hier haben wir schon wieder Leerstand. Können wir abreißen. Busstrecken. Hier hinten fährt noch kein Bus irgendwo hin. Das heißt, wir brauchen noch eine Busstrecke. So, wo fangen wir denn an? Fangen wir mal hier an. So, die fahren hier alle ab. Welche fährt denn hier ins Gewerbe? Die schwarze fährt ins Gewerbe. Also können sie hier theoretisch umsteigen. Können auch hier zum Friedhof. Hier können sie noch auf die umsteigen. Und dann müsste ich eigentlich dahinter kommen. Ahaha, wie mache ich das jetzt? Können sie mit der mitfahren? Machen wir halt da noch. Hallo, da noch einen hin. Da noch einen hin und dann können sie hier und dort. Und die machen wir auch wieder farbig ein bisschen anders. Gelb. So. So, eine fährt dahin und hier ist das erste Industriekomplex. Die ersten beiden sind verlassen. Das heißt, wir müssen es abreißen. Wir haben halt nicht genug. Jetzt doch, haben wir genug Leute. Aber anscheinend nicht die richtige Arbeit für die Leute. Minus 25 Grad. Das ist ja bitter kalt. Und dem fehlt Wasser. Ja, das stimmt. Hier geht gar nichts hin. Kein Geld? So. Aber ich habe auch Verbesserungen noch. Ach Mensch. Nur ein ganz kleines Stück. Das reicht schon. Wie sieht's aus? Verbrauch 85, Produktion 81. Wird langsam eng. Aber ist noch okay. Ja, ich habe schon mitgekriegt, dass dir Wasser fehlt. Und habe sofort reagiert. So, hier müssen wir echt was bauen. Das hilft ja alles nichts. Wie machen wir die Straße? Machen wir die hier? Machen wir die hier mit dran oder da hinten dran? Dann fährt alles hier hinten lang. Aber ist ja nicht schlimm, hier ist ja kein Stoppschild. So. Einfach hier so. Längelt sich hier so lang. So. Und theoretisch müssten dann eigentlich... Warum hältst du da? Gut, weil die können auch da lang fahren. Ist halt wieder eine kleine Stauecke.
Nutzt doch die Straße, geht doch schneller. Und kostet nichts, kein Maut. Nee, wollen sie nicht. Vielleicht morgen. Mal schauen. So, wir brauchen jetzt noch 200 Leute circa. Das geben wir jetzt noch schnell an. Das heißt, hier kommen Wohnungen hin. So, fertig. Hier können wir noch ein paar Bäume pflanzen. Noch ein paar Nadelbäume. Hier auch noch. Bisschen grün muss ja sein. Hier noch ein bisschen, so. Hier in die Stadt rein, so, bisschen Wald. Hier noch. Macht die Leute aber auch nicht zufriedener. Schade. So. Warum nutzt ihr denn die Straße nicht? Ist es denn so ein Umweg? Dann müsst ihr halt hier warten, wenn ihr da warten wollt. Macht's halt. Keiner nutzt diese Straße. Wie schnell können sie denn hier fahren? 40 und auf der können sie bestimmt schneller fahren, ne? 50. Also müsste ich die einspurig machen, gibt's nicht. Da. Da können sie 60 fahren, aber die ist schon ein bisschen teuer. Aber eine sechsspurige brauche ich ja noch niemals. Das ist eine Allee, nee, eine Autobahn brauche ich noch nicht. Gibt's die denn nicht als Einbahnstraße? Anscheinend nicht. Gut, sie nutzen das Angebot nicht, dann kann ich es auch nicht ändern. Ich weiß, ich brauche einen Heizverbrauch. Geht wieder, weil es wärmer wird. Wenn es aber richtig klirre kalt wird, dann brauche ich anscheinend noch so ein Kraftwerk. Na gut, hier ist okay. Wie gesagt, hier ist immer noch Eis, weil keiner langfahren kann. So, noch ein bisschen Gewerbe. Hier müssen wir noch ein bisschen Platz lassen, falls man in die andere Stadt expandieren wollen. In die andere, das andere Gebiet. Aber ich will eine gerade Straße. So. So, und dann mache ich jetzt hier Gewerbe hin. Die haben das auch noch. Hauptsache, es wird nicht jetzt zu kalt. Dass dann auf einmal mein Geothermiekraftwerk nicht mehr reicht. So. Und es fehlen nur noch ein paar und 20 Leute. 23, 25 oder 35. 35. Nicht genügend Kunden. Was? Nicht genügend Kunden? Warum nicht? Ja, es ist abends, ne? Da kommt der Kinder zum Einkaufen. Warum habt ihr denn nicht genügend Kunden? Dann habt ihr eine falsche Stelle euch ausgesucht. Und außerdem gibt es euch hier zweimal. Zweimal das gleiche Gebäude. Ne? Das ist klar, ne? Dass man da nicht genug Kunden hat. Bedrohung durch Tsunami führt weltweit zu Abschaltung von Kernkraftwerken. Okay. Ich hoffe, mir kommt kein Tsunami. So, von oben sieht es doch schon, ja, wie eine kleine Stadt aus, ne? Eine Kleinstadt, ganz klein. So, ihr braucht mehr Gewerbe, aber ihr habt nicht genug Kunden. Das ist für mich ein komischer Schuh. Gucken wir mal, ob es dadurch besser wird. Oder wollt ihr noch einen Park haben? Juhu, wir haben es geschafft. Wir sind eine geschäftige Kleinstadt. Und da würde ich sagen, damit beenden wir auch diese Folge. Es gibt jetzt schöne neue Straßen. Da werde ich das in der nächsten Folge mal angehen. Gibt es jetzt auch diese sechsspurige, nenne ich mal die zweispurige, als Einbahnstraße. Die gibt es anscheinend nicht. Jetzt gibt es die Arbeitergewerkschaft. Das ist nicht gut. Das stört die Industrie. So, wir gucken nochmal in die Stadt rein. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge bei einer neuen Runde City Skylines mit dem Industrie-Upgrade. Was ich vielleicht dann auch mal angehen werde. Und natürlich mit dem wundervollen Schneefall, Snowfall DLC. Sieht echt klasse aus. Also kann ich immer wieder nur sagen mit dem Schnee. Wie gesagt, wenn es jetzt noch Jahreszeiten geben würde, also dass mal Schnee ist und mal Regen, das wäre noch cooler. So hat man halt jetzt dauerhaft Schnee. Also bis dahin, tschüss, euer Rob.